So, der Kurs, insofern ich verstanden habe, geht morgen zu Ende, aber ho hoffentlich Meditation geht nicht zu Ende. Es dauert und Sie haben gelernt, eine andere Sichtweise, wie man Meditation verstehen kann. Und diese Sichtweise ist sehr, sehr nützlich, aber nicht leicht zu verstehen. Dann, indem dieser Kurs sehr schnell zu Ende geht, möchte ich, dass ihr auch sich mitteilen, indem sie Fragen stellen mehr und versuchen sie zu verstehen. Wir haben nicht genug Zeit, damit wir den Text übersetzen. Es gibt noch viele Sachen, die man lernen kann von dem Text. Aber das Wichtigste haben wir gelernt. Und was wir gelernt haben, hoffentlich, ist, dass die wahre Meditation ist einfach die Wissensklarheit, dass durch Gedanken dann geschehen alle Unterschiede und diese Unterschiede machen die Sachen, setzen sie zusammen. Wenn wir nicht unterscheiden, wir setzen nicht die Sachen zusammen. Und je nachdem, wie wir die Sachen zusammengesetzt haben, dann sehen wir die Welt auch, ja? Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und diese Zusammensetzen von Sachen geschieht, sobald Gedanke geschieht. So diese Meditation ist eigentlich erklärt, wie man so in Zen meditiert. In Zen man meditiert, dass man immer in diesem Zustand sozusagen auf Spitze von dem Messer sitzt. Und wenn man sich mit Gedanken identifiziert, dann dieses Messer tut weh. Ja. Und die Gedanken kommen und Gedanken gehen und der Geist sich dadurch läutert. Und so glauben die Lehrer von dieser Tradition, das ist dann ein Weg, das sehr leicht missverstanden werden kann. Und aber er ist gemeint, wie der Text sagt am Anfang, er ist gemeint für diejenigen, die tief die Dharma forschen möchten. Und wenn man tief Dharma forscht, dann kommt man eigentlich zu dem Schluss, dass alles geschieht jetzt. Und das ist eben, was der Text will uns sagen. Alles geschieht jetzt. Und alles geschieht jetzt, sobald die Gedanken kommen. Wenn die Gedanken nicht kommen, dass auch die Sachen geschehen. Die Sachen geschehen, aber wir identifizieren sich nicht. Aber wenn die Gedanken kommen, kommt Prozess von Identifikation. Und dieser Prozess von Identifikation kommt eben durch diese karmische Bewusstsein. Das haben wir gelernt. Und diese karmische Bewusstsein ist sehr, sehr subtil. Und es täuscht uns immer. Aber der Unterschied zwischen einem, der das weiß und der das nicht weiß, ist ein großer Unterschied. Der jemand, der das weiß, dann er sieht durch diese Täuschung, indem er sieht durch diese Täuschung, er gewinnt Freiheit. Wir sind immer an Karma gebunden. Niemand kann Karma überspringen. Aber Karma geschieht jetzt mit den Gedanken, indem die Gedanken
entstehen. Und wenn wir uns mit Gedanken identifizieren, wir identifizieren uns mit unserer Vergangenheit, die uns sozusagen programmiert. Und im Buddhismus, wenn Sie verstanden haben, was wir gelernt haben, es programmiert uns durch Bündnis an unsere Wahrnehmungen, und die Wahrnehmungen kommen zusammen mit Empfindungen. Und Empfindung, wenn Empfindung da ist, dann haben wir gelernt, kommt die Kontinuität. Wenn wir haften an diese Empfindung, dann sehen wir, dann gleich sind wir in Vergangenheit. Wir nicht anhaften an jetzigen Objekt, wir anhaften an jetzigen Objekt durch Bündnis mit Vergangenheit. Und da ist die Kontinuität. Durch diese Bündnis zur Vergangenheit, so können Sie verstehen, kommt diese Anhaften. Ich sehe im jetzigen Moment etwas, aber ich hafte, indem ich mit den Empfindungen mich von der Sache identifiziere, und diese Empfindungen binden mich an Vergangenheit. Dieser Mensch oder diese Sache ist nicht schlecht, ist nicht gut, aber ich empfinde es so, nicht wahr? Ist nicht schön oder ist nicht in sich selbst hässlich, aber ich empfinde es so. Aber diese Empfindung ist nicht objektiv. Es geschieht auf Grundsache von vielen, vielen Ursachen und Bedingungen, die mich an diese Empfindung binden. So, wir haben erklärt, ist Frau und Mann dasselbe oder ist das verschieden? Nicht selbe, nicht verschieden. Genauso ist Erleuchtung und Nicht-Erleuchtung selbe oder verschieden. Nicht verschieden. Es sind zusammenbedingt durch verschiedene Ursachen und Bedingungen. Aber diese Ursachen und Bedingungen sind vollkommen subjektiv. In Theravada, wenn Sie meditieren, dann Sie verstehen das durch diese unterscheidende Bewusstsein. Aber unterscheidende Bewusstsein ist in Yogacara, in nicht-dualistischer Meditation, ist auch schon programmiert. Ich verstehe nicht, was die 5 Aggregate sind, wenn jemand mich nicht lehrt, was 5 Aggregate sind. Und ich analyse die 5 Aggregate, indem ich habe ein Konzept, was Aggregat von Rupa ist, was Aggregat von Gefühl ist, was Aggregat von Wahrnehmung ist. So kann ich weiter forschen, indem ich ein Konzept habe, nicht wahr? Aber dieses Konzept dann, ich kann andere Konzepte haben und ich sehe dann dieselbe Sache auf andere Weise, indem ich andere Konzepte habe. Haben Sie das nicht erlebt? Und das ist eben, was passiert. Dann diese nicht-dualistische Meditation bringt uns zu dem Wurzel. Und diese Wurzel ist zu erfahren, das ist sehr subtil.
Deswegen später, wir werden sehen, lieber gehen wir dazu nicht heute. Es erklärt, dass wenn man nicht dualistische Meditation übt, natürlich man verlässt sich auf die Konzepte. Ohne Konzepte kann man nicht was lernen. Aber man geht auch zum Ursprung von diesen Konzepten. Und das ist Geist. Und damit man sieht, diesen Ursprung von diesen Konzepten, man muss meditieren mit subtilen Geist. Und dieser subtile Geist in diesem Schrift, das ist Originalität von diesem Schrift, der Verfasser von diesem Schrift, ob es Ashwagosha heißt oder nicht, er heißt es Manas. Manas ist das, was eigentlich Organ von Denken ist. Aber in dieser Tradition heißt es, das, was Prinzip von Individualisierung. Wenn wir etwas unterscheiden, wir unterscheiden es, indem wir nicht Buddha sind, schon mit dem Prinzip von Individualisierung. Und es kommt hier durch Verständnis, dass das, was Objekt ist, getrennt von dem Subjekt, in Wahrheit existiert und es ist angenehm oder unangenehm. Sobald wir was wahrnehmen, haben wir auch Empfindung, nicht wahr? Können wir wahrnehmen ohne Empfindung? Deswegen in Sanskrit Empfindung heißt Vedana, von demselben Wurzel wie Vidya, Wissen. Wir wissen über etwas, indem wir etwas wahrnehmen und empfangen. Empfangen ist Gefühl, Empfindung. Und Paradox ist, dass wir normalerweise nicht sehen, wenn wir Empfindung haben, wir sind schon, wir haben Kontinuität. Es ist mit Vergangenheit verbunden. Was Empfindung für mich angenehme Empfindung ist, ist subjektiv, nicht objektiv. Ich sehe 200 Euro und bin sehr beeindruckt. Ein Hund sieht 200 Euro und er pinkelt drauf. Unsere Welt kommt von den Konzepten. Dann der Hund sieht ein verfaultes Knochen und macht so mit dem Schwanz und wir sind entsetzt. Oder in Indien sieht die Scheiße, die Hunde, die nicht herhaben, dann was fressen sie, die Scheiße auf der Straße. Und wir sind entsetzt, aber für den Hund ist es sehr angenehm, wenn er Hunger hat. Also wir müssen sehen, wie diese Gefühle, Empfindungen uns täuschen. Und das können wir nur sehen, wenn wir den Geist zurückführen zu diesem sehr, sehr subtilen Geist, das sehr schwer zu sehen ist, von dem diese Individualisierung kommt. Und es ist noch nicht individuell, das ist dieser Paradox, dass man in nicht-dualistischer Meditation studiert. Er ist nicht dualistisch, aber er erzeugt Dualismus. Alaya ist nicht dualistisch, aber erzeugt Dualismus. Deswegen in zum Beispiel Lankavatara, was eigentlich so Tradition nach der Bodhidharma in China gelehrt hat,
sagt, dass eben diese Alaya ist nichts anderes als die Buddha-Natur. Und Buddha-Natur ist Alaya, weil sie haben selbe Wurzel in diese Leerheit. Was heißt Leerheit? Nichts kann man, in nicht-dualistischer Philosophie, nichts kann man wirklich ergreifen. Das ist Methode von nicht-dualistischer Meditation. Von Anfang an, man kann nichts ergreifen. Was man ergreift, ist mittels von dieser Grundbewusstsein, die Dualismus sozusagen erzeugt. Und wir richten uns daran. Deswegen der Text erklärt, dass der Bodhisattva, das ist natürlich auch nur Konzept. Wir sollen nicht durch Konzepten in Irre, was Vorteil von Buddhismus ist, dass besonders in, kommt klar zum Ausdruck in den Philosophien, die mit dem Weg von Bodhisattva verbunden ist, sind, dass es diese, egal welche Konzept, egal welche Konzept ist nur Konzept. Und Konzept ist nicht Realität. Und die Welt erscheint nach den Konzepten, die wir haben. Und das sieht man auch in der Meditation, wenn Sie mehr Buddhismus studieren, haben Sie ganz andere Analyse von Rupa oder Nama in verschiedenen buddhistischen Traditionen. Wer hat Recht? Alle sind vollkommen überzeugt, dass sie Recht haben. Natürlich, was man in Geiste programmiert, so danach wird man sehen. Das geschieht auch in Meditation. Damit wir meditieren, wir brauchen irgendwelche Konzepte. Aber die Konzepte sind nicht Realität, aber sie führen uns bloß in Erkenntnis von der Realität, das nicht greifbar ist durch Unterscheidung. Und das ist nicht dualistische Meditation. Das, was der Text, wir haben nicht genug Zeit, es detailliert zu analysieren, das, was erklärt. So dieser unterscheidende Geist, egal wie wir ihn benutzen, ist schon mit Programmierung verbunden. Ist schon mit Programmierung befunden. Indem wir den Geist so programmieren, wir natürlich sehen so. So Buddha, er kann nur so besonders betont in nicht-dualistischer Meditation, der Buddha kann nur Hilfsmittel zeigen, er kann nicht die Realität zeigen. Es ist Realität kann niemand zeigen. Deswegen dieser Text erklärt, die Realität ist die Dharma ist der Geist. Und der Geist macht Bedeutung. Wenn kein Geist da ist, was für Bedeutung haben wir? Jetzt, der Bodhisattva ist einer nach dem Text, der nicht nur meditiert mit unterscheidendem Geist, auch wenn sie chinesischer Buddhismus lernen, tibetanischer Buddhismus besonders, sie lernen alle die Konzepte von Buddhismus, aber sie lernen sie bloß als Konzepte und alle Konzepte, an denen man sich
Held sind sozusagen, sind Parikalpita. Die fünf Aggregate sind auch Parikalpita. Sie sind fabriziert, um uns in die Realität zu führen. Aber sie sind nicht die Realität. Sie sind fabriziert, in uns in Realität zu führen. Aber wir brauchen das, wenn wir so Zen, in Zen sagt man, wenn man keinen Finger hat, man wird nicht den Mond sehen können, muss der Finger da sein, dann sieht man den Mond. Wie sieht man den Mond? Das ist Mond. Ist das nicht so? Das ist Mond, das ist Sonne. Aber Mond ist da, Sonne ist da. Aber wir sehen es durch diese Bezeichnung. Und dann haben wir gewisse Vorstellungen, je nachdem wir glauben, was Wissenschaft sagt oder was Buddhismus sagt. Und so, danach sehen wir das. Aber wie wir es sehen, das ändert sich immer. Die Menschen, frühere Generation sahen es ganz anderes. Jetzt sehen wir das wieder anderes. Wenn wir nächste Generationen werden wieder es lächerlich sehen, wie wir das wir sehen. Ist das nicht wahr? So. Der Bodhisattva meditiert so, dass er nicht nur sich auf unterscheidende Bewusstsein hält, aber er braucht es unbedingt. Aber er geht zu dem Wurzel von Unterscheidung. Und Wurzel von Unterscheidung heißt in diesem Text Manas, Organ von Denken. Und wenn wir Organ von Denken anwenden, geschehen die drei subtile Aspekte des Geistes. Das heißt, jemand, das das alles zeugt, jemand, das das alles sieht, wenn die da sind, also jemand, das zeugt, ist die Zeuge davon. Zeugen, ne? Oder? Kann man sagen? Wenn wir etwas bezeugen, dann kommt auf Grundlage von dessen, kommt jemand, das sieht, das aktivisiert den Geist. Wenn der Geist aktivisiert wird, dann wird etwas gesehen, oder nicht? Und das sind die subtilen Aspekte des Geistes, die sozusagen diese Dualität erzeugen. Und die sind in diesem schon auch mit Prozess von Empfindung und von Kontinuität verbunden. Und der Bodhisattva in diesem, diese fünf Aspekte in diesem Werk sind genannt, also Organ von Denken. Wenn wir etwas denken, diese fünf Sachen kommen. Einer, der zeugt, wer zeugt? Wenn jemand etwas zeugt, dann wird man etwas sehen. Wenn man etwas man sieht, dann kommt es das Gesehene. Wenn das Gesehene da ist, als getrennt von dem, der sieht, aber am Anfang war es nicht getrennt, dann kommt Empfindung und Kontinuität. So, der Bodhisattva ist einer, der nicht nur anwendet diese unterscheidende Geist, aber
anwendet, sozusagen diesen Organ, Verständnis von Organ des Denken. Deswegen er nicht nur, wenn Sie besonders die tibetanische Tradition verstehen möchten, er nicht nur sieht die Realität, wie es ist, er sozusagen transformiert die Realität. Indem er versteht, wie diese Realität erzeugt ist. Die Realität erzeugt ist als etwas Wahres durch diese Zusammensetzung des Geistes, durch Denken. Denken ist Zusammensetzung des Geistes. In dieser Zusammensetzung des Geistes, in Gedanken, kommt schon Dualität. Aber die Dualität auch muss eine Wurzel haben. Und durch diese Dualität, dass der Geist selbst erzeugt, der Geist ist selbst nicht dualistisch, aber er erzeugt Dualität, dann kommt Empfindung als etwas, was sozusagen ist Empfängnis von einem Objekt, das existiert, wirklich existiert, und dadurch auf natürliche Weise erscheint auch Kontinuität. Und das geschieht in jedem Augenblick, wie wir sehen, jedem Augenblick von Denken. Deswegen, wir haben angefangen mit nicht-dualistischer Meditation hier. Wir haben übersetzt, nicht-dualistische Meditation ist eigentlich die Meditation von in jedem Augenblick davon vollkommen bewusst in Wissensklarheit sein, wie der Geist sich formiert. Das heißt Eka, Samskara, Samadhi. Und wie kommt man zu dieser Eka, Samskara, Samadhi, zu dieser Samadhi von Formationen in jedem Augenblick? Diese, was heißt Eka? Diese Formationen entstehen auf Grundlage von Leerheit. Wenn etwas wirklich da ist, dann, wir haben gelernt, es ist entweder gleich mit dem, was erscheint, das hat keinen Sinn, oder es ist verschieden von dem, was erscheint, es hat auch keinen Sinn, oder es ist gleich und verschieden mit dem, was erscheint, das hat auch keinen Sinn. Oder es ist nicht so, aber auch nicht so. Alle diese Alternativen machen keinen Sinn. Deswegen, was ist der Schluss? Gedanken kann man nicht fassen, aber trotzdem, die kommen. Derjenige, der fasst die Gedanken, ist eben diese Bewusstsein, die sich orientiert nach dem Gefühl. Wenn man sich nach dem Gefühl orientiert, man, dann Geist hat Kontinuität, man orientiert sich an Vergangenheit. Und von dieser Orientierung an Vergangenheit kommt Anhaftung. Und was ist Prozess von Läuterung? Diese, natürlich die Vergangenheit, wir können nicht wegschaffen. Aber was wir wegschaffen können, wir können wegschaffen diese nächste grobere Folge von Kontinuität, und das ist Anhaften. Kontinuität, wir können nicht wegschaffen, aber Anhaften an Kontinuität, wir können wegschaffen.
Und wie schaffen wir weg Kontinuität an Anhaftung? Indem wir diesen Prozess von Entstehen von Dualität verstehen. Entstehen von Dualität ist Entstehen von subjektiven Welt. Solange Dualität da ist, wir sind in subjektiven Welt. Jetzt, wenn man diesen feineren Aspekt von Bewusstsein verstanden hat, diese subjektivisierte Aspekt des Bewusstseins verstanden hat, dann kann man Realität transformieren, nicht nur so verstehen, wie es entsteht, aber transformieren. So wird gesagt, dass der Bodhisattva-Weg ist Weg von Rheinland. Rheinland ist Transformation des Bewusstseins auf Grundlage von Verständnis von Nicht-Dualismus. Dass man durch Weisheit, durch Wissensklarheit Realität transformieren kann. Deswegen in diese nicht-dualistische Tradition, Bodhi, wahre Bodhi oder Erleuchtung heißt einfach Transformation des Bewusstseins, Revolution des Bewusstseins. Wie wir gesehen haben, in dem Bewusstsein verließ nicht diese Verbindung mit dem Anfang, wo sich Dualismus, wo Dualismus zustande kommt. Wenn Dualismus zustande kommt, gibt es Kontinuität. Und diese Kontinuität ist auf so buddhistische Philosophie auch auf Grundlage von Gefühl, an dem wir uns binden. So auch in den Schriften von in Agamas, in den Schriften von den Schülern. Genau wird erklärt, diese, warum wir werden wiedergeboren. Wir werden wiedergeboren, indem wir anhaften an Empfindung. Anhaften an Definition, weil wir Durst nach Empfindung haben. So, wir diese samsarisches Leben ist, in dem man durch Nichtwissen den formiert dualistische Geist. Dieser dualistische Geist ist nichts anderes als Alaya, in dem, wie wir gelernt haben, dieser Aspekt von Nichtwissen, von Vergänglichkeit und Aspekt von Leerheit zusammen verbunden sind. Haben wir gelernt oder nicht? Das ist Alaya. Dann von, das ist Unwissen. Unwissen ist, dass wir akkumulieren die Formationen. Das ist Unwissen. Indem wir akkumulieren die Formationen, wie akkumulieren wir die Formationen? Indem wir an die Empfindungen anhaften. So, dann automatisch, wenn diese unterscheidende Bewusstsein da ist, geschieht was?
Namarupa, Subjekt und Objekt, das geschieht automatisch, wenn diese Samen und Blut von Mutter sich, oder jetzt ist nicht, sagen sie nicht Blut, aber die Eier sich zusammentreffen, muss da ein etwas dazu kommen. Wenn nicht da etwas dazu kommt, dann werden sie nicht effektiv. Dann werden die Sinnen zustande kommen. Wenn die Sinnen, gibt es Berührung. Wenn es Berührung gibt, gibt es Empfindung. Das ist automatisch, wenn unterscheidende Bewusstsein erscheint. Diese bedingte Entstehung ist von Leben zu Leben, aber geschieht so, die Meditation geschieht in jedem Augenblick. Mit jedem Gedanken geschieht Prozess von bedingten Entstehung. Das ist, was der Text sagt. Und wo es geschieht, in diesem subtilen Bewusstsein. Dann, wir haben Begierde, weil wir anhaften, wir haben Begierde, indem wir Durst für Empfindungen haben, die natürlich schon mit Vergangenheit verbunden sind. Wir anhaften nicht an jetziges Gefühl, wir anhaften an Gefühl, das wir verbinden mit Vergangenheit. Wenn Anhaftung gibt es, dann wie der Text erklärt hat, aber das Text erklärt es auf sehr intelligente Weise, dieser Prozess geschieht in jedem Gedanke. Wenn Dualismus geschieht, es muss auch geschehen. Dann wieder produzieren wir Karma und dann, wenn Karma da ist, dann gibt es Bündnis an Karma. Das kann man nicht vermeiden. Aber das alles geschieht in jedem Augenblick. Wenn Karma da ist, das ist, was der Text erklärt, das ist, was ist Karma, ist Folge, von Anhaften an Konzepten, nicht an Realität. Das haben wir erlernt, dem Text. Und unsere Konzepten sind subjektiv, sind nicht objektiv. Also sie, aber sie vermitteln Realität für uns, aber subjektive Realität, nicht objektive Realität. So, dann was ist wahre Meditation? Also Meditation von Bodhisattva, die zu dem Zustand von Allwissen. In jedem Augenblick sind wir Zeugen von dem ganzen Prozess. Das erklärt, wie Leiden zustande kommt und wie Leiden vergeht. Und wenn wir dazu diese feinere Verständnis von
Bewusstsein, das Dualität erzeugt, hinführen, dann dieser Prozess von Wissensklarheit wird viel schneller natürlich. So glauben die Lehrer von Mahayana. Das heißt nicht, dass wir nicht Unterscheidungen brauchen. Wir natürlich brauchen Unterscheidungen. Wenn Sie lernen Buddhismus, egal ob in China oder in Tibet, lernen Sie immer diese Grundbegriffe und wie Sie unterscheiden sie. Aber die Aufgabe dafür ist, dass Sie geführt sind zur Transformation von Realität. Durch Weisheit. Indem man versteht, dass der Geist selbst produziert die Realität in jedem Augenblick. Und diese Realität ist subjektiv. Indem wir etwas produzieren, sind wir schon gebunden an vergangene Erfahrungen oder nicht. So, das ist kurze Erklärung. Vielleicht wird es nützlich sein, dann diese nicht-dualistische Perspektive soll so die Schriften erklären. Man muss für selbst erfahren, selbst sehen, bringt so tiefere Verständnis von bedingten Entstehungen. Und bedingte Entstehung ist Buddhismus, Buddhismus ist bedingte Entstehung. Nur es gibt viele verschiedene Interpretationen. Diese bedingte Entstehung in jedem Augenblick finden Sie auch in Theravada Abhidhamma, in Kommentar zu Vibhanga, aber wird anderes erklärt. Indem alles, was geschieht, ist bedingte Entstehung. Alles geschieht in jedem Gedanke. Und dieser Gedanke kann man nicht sagen, genauso wie die Leerheit, wenn man tiefer geht zur Wurzel, kann man nicht sagen, dass es existiert, kann man nicht sagen, dass es nicht existiert, kann man nicht sagen, dass es auch existiert und auch nicht existiert, und kann man auch nicht sagen, dass es nicht existiert und nicht existiert, ist ungreifbar. Wenn man das versteht, kann man durch dieses Verständnis von Ungreifbarem die Realität transformieren. Weil von Anfang an der Geist fasst die Realität zusammen. Wer anderes? Und er fasst es zusammen, je nachdem, nach den Konzepten, die wir haben. Die von Yogacara-Perspektive, der ganze Dharma in Tripitaka, die drei Körper von Tripitaka, sind nur Körper von Konzepten. Aber von Konzepten, die sehr nützlich sind. Nützlich sind für was? Verstehen, dass alles geschieht in jedem Gedanke. Wie stehen Mitgefühl und Wissensklarheit im Verhältnis
zueinander? Sehr gute Frage. Das ist wunderbar. Das ist natürlich sehr wichtig. Oh ja, ich bin erkältet. Hoffentlich kriegen Sie das nicht von mir. Das ist Wissensklarheit und Mitgefühl. Wovon kommt Wissensklarheit? Sie haben gelernt, Wissensklarheit kommt von dem Verständnis, dass wir Wesen befinden uns in dem gleichen Zustand, im Zustand von Leiden. Und was ist im Buddhismus Leiden? Formationen von Realität, die wir sammeln. Sammeln von Formationen, von Realität heißt Karma. Formationen von Wille ist Formationen von Realität. Und wenn wir das sammeln, haben wir Karma. Wenn wir Karma haben, haben wir Folge von Karma. Und wir haben gelernt, Folge von Karma ist Leiden. Aber wahre Leiden, das ist erklärt in Abhidhamma, auch in Theravada, in allen buddhistischen Traditionen, wahre Leiden sind die fünf Aggregate von Anhaftung. Oder ist Anhaftung einfach, weil fünf Aggregate ist nur das, was erklärt die Realität, in der wir sind. Aber wir können die Realität auch andere Weise erklären. Wenn man denkt, dass die fünf Aggregate wirklich existieren, so die nicht-dualistische Weise von Sehen, wenn wir denken, dass wir sie wirklich existieren, dann ist falsch. Weil nichts kann wirklich existieren. Logisch, nichts kann wirklich existieren. Warum? Wenn Samsara wirklich existiert, man wird nie irgendwelche Nirvana erreichen können. Wenn Nichtwissen wird wirklich existiert, wird man nie Wissen erreichen können. Wenn Wissen ist Nichtwissen, das geht auch nicht. Wenn Wissen ist nicht Nichtwissen, dann natürlich können wir nichts wissen. Und alle logisch im Sinne von bedingten Entstehung, alles, was wir uns durch Denken vorstellen, kann nicht wirklich existieren. Aber es trotzdem ist da. Das ist genau, was der Text erklärt. Es gibt Erleuchtung nur in dem Sinne, dass es nicht Erleuchtung gibt. Ohne Nicht-Erleuchtung, welche Erleuchtung wird es geben? Es gibt Wissensklarheit, indem es Dummheit gibt. Wenn keine Dummheit, was für Wissensklarheit Funktion hat? Es gibt Nirvana nur in Bezug zu Samsara. Ohne Samsara, was für Nirvana kann da sein? Und Samsara, logisch, kann nicht gleich sein mit, auch nicht verschieden sein. So, die wahre Realität ist wo?
kann man nur durch direkten Einblick in Jetzt verstehen. Das ist, was der Text sagt. Das ist Zen. Und das kommt nicht gleich, es kommt durch lange, lange Training, aber lange Training ist nicht, kann nicht von jetzt getrennt sein. Wenn es von jetzt getrennt ist, dann es hat überhaupt keinen Sinn. Und so, wovon entsteht Mitgefühl? Durch Wissensklarheit, dass diese Vergänglichkeit ist Leiden. Und alle Wesen sind in Vergänglichkeit und Leiden. Alle Wesen sind in Vergänglichkeit. So, wenn man das versteht, dann unterscheidet man nicht zwischen sich selbst und den anderen. Das ist wahre Mitgefühl. Wenn man das nicht macht, dann die Verständnis von dem, was man macht, wird ganz anderes, als wenn man denkt, dass man muss unbedingt sich selbst von diesen Leiden befreien. Wer hat Leiden verursacht? Deswegen lernen wir, diese Leiden kommt von Mangel an Wissensklarheit. Und die Wissensklarheit muss kommen in jedem Augenblick. Weil in jedem Augenblick geschieht nur bedingte Entstehung, nichts anderes kann entstehen. Und in bedingter Entstehung heißt, dass nicht geschieht selbst. Alles geschieht in Zusammenhang mit anderen Sachen. Aber dieser Zusammenhang zu anderen Sachen ist nicht, wie wir uns vorstellen. Ist, wie wir uns programmieren. Nicht. Na gut, so Mitgefühl und Wissensklarheit in dieser Tradition ist was? Was ist Wissensklarheit? Wir haben schon erklärt, ist Verständnis, dass alles entsteht von nur im Geiste. Alles ist nur Geist. Das ist Wissensklarheit in dieser Tradition. Das ist Yogacara. Und der Geist transformiert die Realität. Das heißt, wir können die Realität durch diese Wissensklarheit transformieren, indem wir zur Wurzel von dieser Wissensklarheit kommen. Und was brauchen wir dafür? Haben wir gelernt, wir müssen erst den Geist in Zustand von Ruhe, Entspannung und Klarheit bringen. Dann wir können verbinden Einsicht mit Shamatha, mit Ruhe. Wie in dieser Tradition, indem wir verstehen, dass
Alles geschieht in diesem Augenblick. In diesem Augenblick wir sozusagen formieren unsere Welt. Das ist Zen. Von was wir formieren, wir haben gelernt. Von Leerheit, das sich befindet nur in dem Geiste von den Wesen. Nirgendwo anderes kann man Leerheit finden. Genauso wie alle Gegenstände entstehen in Raum, so wie der Text gesagt, genauso auch in Geist, aber der Geist lebt und Raum ist tot. Und wie Geist lebt? Durch Gefühle, durch Wahrnehmungen. Durch Wille, aber alles das geschieht auf Grundlage von was? Von Unbegreifbarem. Was ist der Unterschied zwischen Geist und Verstand? Wir immer haben Tendenz zu übersetzen die Begriffe von indische oder chinesische Philosophie in unsere Denkweise. Für uns normalerweise Geist und Verstand. Was ist Unterschied zwischen Geist und Verstand in unserer Zivilisation? Große Frage. Was ist Unterschied zwischen Geist und Verstand? Verstand normalerweise, so ich es verstehe, ist Unterscheidung. Nicht wahr? Und Unterscheidung ist Vijnana. Auf Chinesisch. Und Geist ist sozusagen Grundlage für Unterscheidung. Verstehe ich das richtig? So, das wäre mehr, was indisches Denken heißt Chitta. Chitta ist das, was denkt über ein Objekt, Alambanam Chinteti iti Chittam, und das, was Chinoti, was sammelt frühere Erfahrungen, was sammelt Erfahrungen, das ist auch Chitta in indischer Philosophie. Und in dieser Tradition, in Yogacara, Chitta heißt Alaya. Geist ist Alaya. Geist ist Grundlage für Unterscheidung und Unterscheidung ist dann unser Verstand. Was denken Sie? Habe ich es richtig verfasst? Aber dann gibt es in indischer Philosophie noch Manas. Wir haben erklärt, Manas hier ist sehr interessante Erklärung von Manas. Manas ist das, was den Geist in dieser Tradition individualisiert.
Ahamkara in Yoga. Der Geist ist universell, aber es wird individualisiert. Das heißt Ahamkara. In Buddhismus heißt nicht Ahamkara, heißt Manas. Und wenn wir Verstand haben, wir, das ist in der Tat paradox, sehr große Nuss zu cracken. Wenn wir Verstand haben, haben wir schon individualistische Weise von Denken. Ist das so oder nicht? So, Manas, diese Ahamkara, ist das, was sozusagen den Geist vereinnimmt als sich selbst. Aber diese Tradition erklärt sehr klar, das alles sind Begriffe, die uns helfen, den Geist zu verstehen. Aber in der Tat, das Geist ist nur ein. Aber diese Verschiedenheiten helfen uns, den Geist zu verstehen. Wie er arbeitet. Weil Geist ist auch ein Prozess. Heißt, bedeutet halten von Bildern hier in diesem Kontext anhalten. Nicht unbedingt. Wir haben gesagt, wenn wir Shamatha üben, wir müssen unbedingt dasselbe Bild in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in dem Geiste behalten. Wenn wir das nicht machen, dann der Geist, wie wird er Konzentration entwickeln können? Und wenn er keine Konzentration hat, wie wird er im Zustand von Ruhe und Entspannung und Klarheit diese Einsicht haben, dass alles geschieht jetzt? Ist nicht möglich. Also erst muss man den Geist zur Ruhe lassen kommen. Und dafür braucht man diese Training oder Gewohnheit, bei einem Objekt konsequent zu bleiben. Und das ist die Schwache von unserer Zivilisation. Wir sind nicht so. Das ist nicht Teil von Erziehung. Aber früher, das war ein Teil von Erziehung. Man musste auswendig lernen. Wie stoppen, verhindern, dass sie sich weiter entfalten? Wie stoppen? Wir haben schon erklärt, das ist Shamatha. Wenn wir weiter analysieren die Bilder, dann sind wir in Vipassana natürlich. Dann analysieren wir die Bestandteile von den Bildern, die Elemente und so weiter. Dann die Bilder werden natürlich
nichts anderes als Unbeständigkeit. Und diese Unbeständigkeit ist die Tatsache von den Bildern. Aber wir anhaften an diese Bildern, indem wir nicht diese Unbeständigkeit von den Bildern sehen. Wenn wir sehen Unbeständigkeit von den Bildern, wir sehen Unbeständigkeit von den Gefühlen, die die Bilder sozusagen Inhalt geben. Und die andere Geistesfaktoren sammeln sich um die Gefühle, um die Empfindungen. Dann kommt Wille, und alle Faktoren von dem Wille, die Forschen von dem Objekt und so weiter. Und so kommen wir mehr und mehr in Verstehen von Struktur von dem Objekt. Das Objekt hat Struktur, aber wenn man Shamatha übt, man untersucht nicht die Struktur von dem Objekt. Was Struktur hat, ist was? Sind viele Sachen zusammengesetzt, was viele Sachen zusammengesetzt sind, viele, viele verschiedene Ursachen und Bedingungen. Und wer setzt diese verschiedenen Ursachen und Bedingungen zusammen? Muss man verstehen. Viele geistliche Faktoren beteiligen sich daran. Und wo sich viele geistliche Faktoren beteiligen daran und viele Objekte, wie kann es eine etwas Festes sein? Das Feste kommt durch Konzept, nicht durch die Realität. Aber wir brauchen Konzepte. Ohne Konzepte, wir können nicht sehen. Aber die Konzepte sind nur Konzepte, sie sind nicht Realität. Aber ohne Konzepte, ohne Konzept von Einatmen und Ausatmen, wir werden nicht imstande sein, den Geist durch Einatmen und Ausatmen zu beruhigen. Es ist nicht möglich. Aber Atmen, genauso wie alle anderen Sachen, die mit Elementen verbunden sind, in alle Sachen sind mit Elementen verbunden, die haben nichts Beständiges. Nichts Beständiges. Erde, Wasser, Feuer, Wind, entstehen gleichzeitig. Das, was gleichzeitig entsteht, so verschiedene Eigenschaften, wie können sie etwas Ständiges in sich haben? Ein Selbstkern. Sowas gibt es nicht. Genauso im Geiste ist Zusammensetzung von vielen, vielen Faktoren. Wie kann es eine selbstständige Eigenschaft haben? Selbstständige Eigenschaft einfach existiert nicht. Wenn man das versteht, was ist die Folge? Alles geschieht jetzt.
Also wir haben erklärt, in dieser Tradition, Shamatha heißt einfach, dass man lernt, bei demselben Bild zu bleiben. Bild, ohne Bild gibt es nicht Wahrnehmung. Ohne Zeichen von dem Objekt gibt es keine Wahrnehmung. Wenn es keine Wahrnehmung gibt, wie wird es Empfindung entstehen? Wenn Empfindung nicht entsteht, wie wird der Wille zustande kommen? Und wenn nicht Wille da ist, wie werden wir das Objekt untersuchen und definieren, differenzieren? Alles ist verbunden. Und alle diese Faktoren können nicht selbstständige Natur haben. Die selbstständige Natur in diesen Dingen, die zusammengesetzt sind, sind unsere Konzepte, nichts anderes. Und was nicht selbstständige Natur hat, das ist leer. Und was leer hat in dieser Tradition, das muss eine Grundlage haben, und das ist der Geist. So ist die Grundlage für Leerheit auch in Theravada. Es muss Leerheit von etwas sein. Und das Etwas ist der Geist. Weil der Geist ist da. Aber Geist ist ein Prozess, nicht, dass ich denke und ich bin, aber einfach, ich denke und Prozess von Denken ist da. Und dieser Prozess von Denken ist bedingte Entstehung. Und bedingte Entstehung kann nicht stehen. Wenn bedingte Entstehung steht, dann ist es nicht bedingte Entstehung. Was steht, sind unsere Konzepte. So, was wir anhalten, sind die Konzepte, nicht die Realität. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und wenn man das versteht, dann diese Philosophie wird sehr nützlich. Wenn man das nicht versteht, dann wird es nicht nützlich. Diese nicht-dualistische Einstellung zur Meditation ist sehr, sehr hilfreich. Sogar als ich in Nepal war, da war der Sangha Raja von Thailand, hat gesagt, dass die Philosophie von Nagarjuna, die nicht-dualistische Philosophie, sehr hilfsreich ist für Verständnis von Buddhismus. Man braucht nicht dafür einen Verfolger von irgendwelcher Vorstellung von Mahayana dafür sein. Das ist einfach Tradition. Wie lese ich die angehaltenen Bilder wieder auf? Dann dafür braucht man natürlich Konzentration. Wenn man nicht Konzentration hat, dann kann man das nicht machen. Ist nicht möglich. Wenn die Konzentration gut ist, man kann je nachdem verschiedene Bilder anhalten und loslassen, anhalten, loslassen, anhalten, loslassen. Das ist Vipassana. Man versteht diese Zeichen von dem Bild, dann entscheidet über diese Zeichen von dem Bild, was das ist, was seine Eigenschaft ist, spezielle Eigenschaft, gemeinsame Eigenschaft, und man loslässt.
und nimmt andere Bild. Und so arbeitet man. Das ist Vipassana. Und das bringt dann Freude, weil diese wahre Vipassana kann nur in Konzentration existieren. Das bringt Toleranz, Öffnung. Und das bringt Weisheit. Welche Weisheit? Wir formieren Realität in jedem Augenblick. Also, ich kann natürlich die Bilder lesen für diese Tradition. Alles sind nur Bilder. Wir anhaften nicht an Realität. An Realität kann man nicht logisch anhaften. Wir anhaften an die Bilder, dass wir uns von Realität machen. So machen wir und wir anhaften an andere Bilder. Die Götter, die Tiere, die Fische, die Insekten, die anhaften an ganz andere Bilder. Aber wir alle anhaften an Bilder. Wir anhaften nicht an Realität. Realität kann man nicht mit Denken begreifen. Aber man will es unbedingt mit Denken begreifen. Deswegen, was ist nicht dualistische Meditation? Durch Denken, Denken beseitigen. Wunderbare Sache. Durch welche Denken? Durch Denken, das nicht Denken ist. Und welche Denken ist nicht Denken? Das Denken, an dem man nicht anhaftet. Was ist wahre Gefühl, an dem man nicht anhaftet? Was ist wahre Wahrnehmung? Wahrnehmung, an dem man nicht anhaftet. Und wenn man ihn anhaftet, Wahrnehmung ist nicht Wahrnehmung, Gefühl ist nicht Gefühl, Denken ist nicht Denken. Und so leben wir im Paradox. Wenn wir verstehen diese Paradox, das ist Prozess von Läuterung. In diesem Prozess von Läuterung, wir sind vollkommen da. Das ist Zen. Na gut. Kann die Zwischenatmung, kann die Zwischenatmung so in der Vordergrund treten, im normalen Alltag ständig da ist? Es wird nicht geschehen, insofern man sich nicht damit beschäftigt, natürlich. Wenn man sich nicht mit einer Sache beschäftigt, wenn man nicht Aufmerksamkeit auf gewisse Sache lenkt, diese Sache wird nicht in dem Geiste bleiben. In dem Geiste bleiben nur die Sachen, auf denen man Aufmerksamkeit lenkt. So, wenn man über Atmen meditiert, was ist Vorteil dafür? Wenn man daran gewöhnt ist, dann Atmen ist immer da. Wenn man aufgeregt ist, man wird von Atmen gewahr. Wenn man zerstreut ist, man wird von Atmen gewarnt. Wenn man ruhig ist, man wird es an Atmen denken. An Atmen merken, wenn der Körper
zu viel Anstrengung hat, wird man es auch an Atmen merken. Man dann ist nicht Nase genug, man atmet mit Mund. Wenn man atmet mit Mund, das heißt, der Körper hat zu viel Anstrengung. So übt sich der Yogi nicht mit Atem, mit Mund zu atmen, sondern mit auch in Anstrengung. So machen wir Qigong, atmen wir durch Nase. Und so auch in Anstrengung, wir bemühen uns, diese feinere Atmen zu erfahren. Feinere Atmen ist verbinden mit feineren Geist. Wir haben schon erklärt, die Formationen des Körpers und Formationen des Geistes lassen sich nicht trennen. Die sind so eng verbunden, so wie Visuddhimagga und auch in Hinduismus wird erklärt, genauso. Unser Zustand ist der Blinde und der Krippel. Das ist unser Zustand. Wenn die Blinde und Blinde kann nichts sehen, Krippel kann nicht gehen. Wie können wir dann leben? Der Krippel sitzt auf den Schultern von dem Blinden und sagt ihm, geh nach links, geh nach rechts, steh auf. Und so funktionieren wir. Und wer ist der Blinde? Kann Auge etwas sehen ohne Geist? Gar nichts. Kann Körper etwas spüren ohne Geist? Gar nichts. Und wer kann nicht gehen ohne Körper? Geist kann nicht gehen. Der Geist geht nur in dem, er mit Körper verbunden ist. Was ist? Wie kann der Geist sich bewegen? Durch Prana. Prana ist so wie Pferd, der Geist ist der Reiter. Das lernen sie im Qigong. Das lernen sie im Yoga. Und das ist unser Zustand. Geist kann sich nicht bewegen ohne Körper. Körper kann nicht wahrnehmen ohne Geist. Wenn die zwei zusammen sind, wir können leben. Und wenn wir leben bewusst, wir sind bewusst von was, dass in diesem Prozess, was wir fangen und ergreifen, sind unsere Konzepte, nicht die Realität. Wir fangen die Konzepte. Über Konzepte wir uns streiten, über Konzepte wir uns hassen, über Konzepte wir uns lieben. Das ist die Tatsache. So, Konzepte sind sehr wichtig. Das ist nicht, dass die Konzepte nicht wichtig sind, aber Konzepte sind nur Konzepte. Das geben den Eindruck, dass die Realität steht. Aber sie steht nicht. Wenn es doch Speicherbewusstsein
heißt, bedeutet es doch, dass man sich die karmischen Samen in Feinstoff ich feinstofflichen, in feinstofflichen materiellen Sinnesvermögen bewusst wird, oder liege ich da falsch? Oh, das ist ein bisschen kompliziert. Ja, eigentlich, dieser Prozess von Denken ist auch auf Materialität basiert. Aber diese Materialität lässt sich nicht von Geist. Das ist bedingte Entstehung. Das ist eine sehr, sehr tiefe Sache. Bedingte Entstehung ist auch nicht Materialität. Aber auch nicht der Geist. Bedingte Entstehung ist eben das, was nicht zu fassen ist. Und das ist die Realität. Die Realität von wem? Von den Weisen, nicht von unserer Realität. Was wir fassen, sind nur Konzepte. Jetzt der Weise benutzt die Konzepte, ohne anzuhaften, ohne sie vereinnehmen. Wir identifizieren uns mit den Konzepten, deswegen wir identifizieren uns mit Ich und mit den Dingen. Buddhismus ist so einfach. Das ist nicht wissenschaftliche irgendwelche Differenzierung, das ist unmittelbare Erfahrung. In diese unmittelbaren Erfahrung, dann kommt zustande, das ist schon wissenschaftliche Analyse. Und diese wissenschaftliche Analyse, Wissenschaft ist pragmatische Wissenschaft, das ist Geistwissenschaft. Wenn man Geist untersucht, man findet nichts, was man halten kann. Ob es jetzt stofflich ist oder nicht stofflich ist, diese Unterscheidung von Stoff und Nichtstoff, so, diese Tradition ist auch entsteht in dem Geiste. In welchem Geist? In dem unterscheidenden Geist. Aber der wahre Geist lässt sich nicht fassen. Was wir fassen, ist schon der unterscheidende Geist, der auf Konzepten basiert ist. Ist das nicht so? Na gut, wir brauchen nicht unbedingt alles wissenschaftlich zu erklären, aber Wissenschaft ist, kann auch, ist nicht zu schaden, aber Wissenschaft kann nicht diese Einsicht in die Realität erklären. Was Wissenschaft erklären kann, ist, dass der Geist sich nicht ändert, die Wellen kommen zur Ruhe. Die Wellen sind die Vibrationen. Die Vibrationen, die Funktionen des Geistes kann man auch
mit Elektronik wahrnehmen. Aber das noch erklärt nicht den Geistwesen von dem Geist. Wenn Strom war nur Wesen von dem Geist, dann haben wir nicht dadurch Geist verstanden, oder ja? Aber natürlich, Denken hat zu tun mit materiellen Prozessen, das ist schon richtig. Aber man kann nicht sagen, dass Denken ist materiell. Man kann auch nicht sagen, dass Denken ist rein nicht materiell bedingte Entstehung. Okay. Gehen wir meditieren.